Und willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil. Nicht Teil 2, sondern beim Remake. Ich verrenne mich da immer. Wie im letzten Video ihr sicher festgestellt habt, wir sind jetzt im Untergrund und haben uns den sechseckigen Crankshaft-Dings geholt und können jetzt endlich da den Gang nachdrehen. Genialerweise. Wer immer sowas baut. Wir drehen uns den Fels nach. Wild. Green Herb, das nehmen wir uns mit. Besser als nix. Jetzt wird's lustig. Ich glaube, jeder Let's Player summt die Musik bei dieser Szene. Ich auch. Und wir werden belohnt. Indiana Jones mit Shotgun Shells. Das ist immer cool. Das schon. So, passt. Das heißt, der Felsen hat uns da jetzt eine kleine Passage gemacht. Da ist die Passage. Und wir brauchen den Flamethrower, glaube ich. Will you take the flamethrower? Yes, we will. Können jetzt aber nicht mehr zurückgehen, glaube ich, ne? Okay, bevor wir da jetzt einigen, speichern wir ab. Und den rüsten wir gleich mal aus. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Nichts Gutes. Scheibenkleister. Ich glaube, diese Spinne ist so groß, die hat sogar einen Namen. Na 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 na. Was? Das war's? Na. That was it? Ich glaube, das Spiel hat wirklich einen Namen. Martin oder irgendwie so. Keine Ahnung. Survival Knife. Nope. 11% auf 11% ist unser Flamethrower herunter. Okay, dann werden wir doch jetzt ein Messer nehmen müssen. Weil wir müssen uns da, glaube ich, irgendwo durchschneiden. Shut up! Shut up! Shut the fuck up! Aber warum müssen wir durch? Ah, da ist durch. Große Spinnen und ein Stein, der als Blockage rollt.
Ja, das ist wirklich Indiana Jones. Ah, okay, alles klar, falls man. Map, yes. So schaut's aus da. Ich glaube, dass man da reinkommt, glaube ich, müssen wir da einen Flamethrower einsetzen. Digga, den haben wir eigentlich jetzt nur für die große Spinne gehabt. Meine, man kann auch kann man da auch die Shotgun einsetzen? Ich glaube, es kann leicht sein, aber wurscht, das brauchen wir ja nicht. Wir haben den Flamethrower. Irgendwas bei Resident Evil. Und beim Originalteil war da irgendwas, glaube ich. Shotgun, so. Ihr wundert euch sicher, warum ich mit vollem Mund spreche, weil ich Schokolade lutsche. Aber Steinchen, warum lutschst du Schokolade? Das ist so bitter, ist. Bitter wie meine Ex-Freundin. Nein. Nein. Ja. Und jetzt müssen wir wieder in Star ausweichen, wahrscheinlich. Alter Schalter, wer baut denn sowas? Green Herb. Na, First Aid Spray braucht man nicht, wenn man das kann. Weil das unser Score verschlechtert und so weiter und so fort. Ah, ich weiß schon wieder. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht, aber ich glaube, ich muss da einmal. Ich kann mich an den Raum erinnern. Aber ich will ja nicht. Ah. Ah, genau. Okay, alles klar. Na, braucht man nicht. Da. Start-Engine, ja, das haben sie gerne in Resident Evil Spiele, muss ich sagen. Passt das jetzt? Ich hoffe, das passt jetzt. Los, das einmal. Yep, das ist gut, sehr gut, sehr gut. Weil wir können ja die Stade nur schieben und nicht benutzen. Ah, nicht ziehen. Benutzen. Benutzt die Statue. Ja, da wir uns sicherlich heute dem Ende nähern werden von Resident Evil Remake, muss ich sagen. Das ist schon sehr lang dauert, gell, das Chris-Szenario. Mit dem Jill-Szenario geht's ein bisschen.
ein bisschen einfacher, oder geht's ein bisschen, bin ich sicher schneller, weil ich da mehr Inventarplätze habe. Jedenfalls geht's darum. Gekommen, gerade in einmal, ha? Jedenfalls geht's darum, dass ich mit der G-Lano jetzt durchspielen muss. Aber das. Ich weiß noch nicht, wann ich dazukommen werde. Das heißt, wir werden jetzt einmal das Chris-Szenario fertig spielen, ganz normal. Keine Angst, ihr bleibt nicht. Na! Okay, das geht's erst. Und dann wird es ein bisschen eine Pause nämlich geben, weil ich tausend andere Sachen zum Tun habe und ich ein viel beschäftigter Mann bin. Viel beschäftigter Mann. So, das war's. Ich hab's ja gewusst, dass wir da aufsteigen. Das war's für diesen Raum. Nein, ich bin nicht kein. Ich bin kein viel beschäftigter Mann. Da meine Streaming-Zuschauerzahlen wieder nach unten gegangen sind, auf Null. Finde ich es auch nicht recht sinnvoll, das am Sonntagnachmittag zum Streamen. Ihr könnt sagen, was jetzt wollt, aber. Es ist nicht sonderlich motivierend, wenn niemand online ist und mit mir interagiert. Aber so ist das halt. Sollte ich wieder Viewerzahlen haben, dann wäre natürlich das B-Szenario wieder. Wieder streamen. Aber Let's Play wird es ganz sicher jedenfalls wieder Pause geben. Boah, ich brauche immer so lange, bis ich um den heißen Brei herumgeredet habe. Aber er ist so heiß, so heiß, so heiß. Bell, bell, bell. Der Hund bellt. Es ist gut, dann ist er nämlich noch am Leben. Ich hab dich gehört und du hast keine Macht mehr über mich. Ich sag schon, mit Handgun kommen wir da in diesem Stadium vom Spiel einfach nicht mehr weit. Ich hab's ja gewusst, dass da so ein Penner ist. Ach, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Da ist sicher noch so ein Penner. Ach, zum Glück müssen wir nicht den Flamethrower da mitnehmen. Der ist halt jetzt wieder geärgert. Da ist sicher auch noch ein Hunter-Virus. Nicht einmal. So, wir sind jetzt da fertig. Jetzt war nicht schlecht. Also mit das Messer braucht man nicht mehr. Ein Crank braucht man, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich lasse mir alles da. Aber leider weiß ich nicht mehr, was wir brauchen und was nicht. Darauf muss ich jedenfalls nicht momentan. Hopp, springt das Wiesel. So, wer erwartet uns hier? Was erwartet? Also. Ja, diese Falle funktioniert nicht, gell? Hopps, springt das Wiesel. So, das setzen wir jetzt da ein und ich weiß nicht mehr, wie es dann weitergeht in dem Spiel. There's a series of flashing button press. Fuck. Ah, 4, 2, 3, 1.
Okay, das war jetzt sehr glücklich. Ich glaube, das steht irgendwo auf dem Rätselraum, wie die Kombination. Ich habe jetzt nur ziemlich gut geraten, muss ich sagen. Vierstellige Zahl, gut geraten. Das ist das, was meine Eigenschaft als intelligenter Homo sapiens ausmacht. Auf. Ah, ich meine, abwärts geht's. Ah, ich weiß schon wieder, wo wir jetzt hinkommen. Ich weiß schon wieder, wo. Eine recht stressige Area, wie ich es das erste Mal gemacht habe. Im Nachhinein ist es aber ein Piece of Cake, glaube ich. Mal speichern. Wir haben ja Save States. Ohne Save States, dass ich das Spiel wieder bocken. Okay, da geht's runter. Wo geht's da hin? Da ist eine Tür. Da gibt's rein gar nichts zu holen. Okay, alles klar. Itembox. Okay, wir müssen, glaube ich, dort zuerst eine. In die Stressarena. Ja. Das ist mein Lieblingsraum. Ihr seht, der hat schon eine runde Form. Das heißt, wir müssen da etwas davonlaufen, was uns den ganzen Raum. Ich weiß, ich spoilere euch das, der Gott. Aber ihr werdet schon sehen. Jetzt ist die Tür zu. Und da kommt sie schon wieder, die Lisa Trevor. Die muss, glaube ich, da den speichern einmal. Ah, okay, ja, komm, nimm's einfach. Das nehmen wir auch. Und dann kombinieren wir das noch. Speichern. Ah, sie ist eh schon da, passt. Dann muss ich da auf, glaube ich. Und den. Einmal probieren wir es jetzt nochmal da, Entschuldigung, ob wir da direkt reinkommen. Yep, schauen wir mal da rein. Was uns hier erwartet. Gut, dass die Lisa Trevor keine Tieren aufmachen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen muss, aber ich mach's jetzt einfach mal. Hallo erstmal. Ich bin's, das Steinchen. Willkommen bei meinem Livestream. Ich rede viel Bullshit. Aber nicht so viel Bullshit wie auf meinem Yoshi-Let's Play. Welches übrigens beendet ist. Passt. Alter, ein Lift, was durch die Wasserfallhöhle geht. Jetzt kommt man, glaube ich, auch zurück, oder? Oder gar nicht zurück, sehr gut. Ja, das haben wir machen müssen, ich weiß zwar nicht mehr warum und. Warte mal, what the f. Da oben ist was, geil. Ich habe es gefunden und es gehört mir. Mir ganz alleine. Sehr cool. Flash Grenade! Und Flash Grenade ist, glaube ich, gegen Hunter recht gut, wenn ich mich nicht irre. Und 6 Magnum Rounds, sehr geil. Und was haben wir da noch? Ja, man hat das nur ganz leicht am Rande des Bildschirms aufflashen gesehen. Und deswegen ist die Belohnung umso größer, weil man sie, weil ich ja ein Schaugenau bin. Nein, ich habe das glaube ich schon gewusst, dass da irgendwas gibt. So, wieder zurück zum Fräulein Lisa Trevor.
dem ich. Wo wir nicht wissen, was jetzt ist. Da ist es Scheibenkleister. Okay, wir müssen da oben. Wir müssen sie da ein bisschen umlocken. Ach, weißt du was, wir laufen eine Runde. Zu dem Schalter da her und ich weiß nicht. Warte. Genau! Aber wo ist der Schalter jetzt? Wo ist es? Ja, ich will was Specialized. Hä? Ja. Wieso kann ich die nicht ablegen, du Shotgun-Scheiße? Vielleicht brauche ich auch die alte Shotgun, ne? Ja. Der Schalter kommt überhaupt nicht mehr aus. Aber Alter, die alte Shotgun? Ich hab keine Ahnung mehr, was ich da brauche. Aber bitte nicht, bitte nicht den Flamethrower, weil wenn ich den Flamethrower holen gehen muss, das ist ein sehr weiter Weg zurück. Wir nehmen einmal die Itembox. Zombies. Shotgun. Okay, da war ein Gamer schon da und dann können wir das Kreidel da reingeben und die Magnum Rounds. Es sind eben nicht die ersten Magnum Rounds, was wir da gefunden haben, oder? Moment. Na. Okay, speichern. Speicheln. Es ist jetzt 5 Uhr und es ist schon fast stockfinster. Jetzt fängt wieder meine Lieblingszeit des Jahres an. Und wisst ihr was? Meine Lieblingszeit des Jahres ist, wenn ich in der Früh aufstehe, es ist dunkel, ich fahre in die Arbeit. Ich fahre heim von der Arbeit und es ist wieder dunkel. Man hat da so viel vom Tag und vom Tageslicht vor allem. Nämlich gar nichts. Ich hasse Winter, Sommer ist viel besser. Ich bin für die Sommerzeit. Das Beste ist immer. Jetzt reden wir alle, wenn Zeitumstellung ist, oder weil heute Zeitumstellung war. Zeitumstellung, das ist so unscheiße und das ist so scheiße und so bla 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 bla. Doch unterm Strich unternimmt keiner was gegen die Zeitumstellung und es bleibt. Aber immer alle aufregen, das ist wieder typisch österreichischer Aufregen, aber nichts darum. Nichts. Unternehmen. Okay, Burschen, wir haben alles richtig gemacht in dem Spiel. Außer jetzt kommt der Wesker und zerdrückt uns. Es, wir brauchen doch nicht die Shotgun. Wir brauchen den Flamethrower und den haben wir jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin schon so gespannt, wie lange das Let's Play dauert. Wahrscheinlich 5 Tage und noch 3 Wochen. Badam, badam, badadadadam, badam, badam, badam,
Jedes Resident Evil Spiel lässt sich besser spielen mit Samba im Hintergrund. Lisa, Trevor, ja, sehr schön. Na, komm her, komm. Okay, wir speichern. Dann drücken wir den Schalter. Dann kommen die Hebel heraus. Dann laufen wir da hinunter und hoffen, dass das Fräulein Trevor uns nicht im Weg steht. Gerade, sehr geil. Legen den Dings rein und kommen endlich von dieser scheiß Müllhalde runter vom Planet. Mos Eisley Raumhafen. Nirgendwo mehr. Ah, das ist genau, das ist ja ist das Zimmer der Lisa Trevor ist das. Soll ich Feuer machen? Schaut, geht nicht. Psycho. Der Psychoraum. Nicht schon wieder Schlangen. Ich hasse Schlangen. Aber der kommt da hoffentlich nicht raus. Ah! Ihr Nähkästchen. Wir nehmen uns das Nähkästchen. Und wir haben ein Steinring und ein Familienpicture. A family pictures and notes. There's something written on the back. Family picture and some notes, my dearest Lisa. Progenitor virus administered, Jessica. Administered type A, cell activation, virus fusion negative, action disposed, Lisa. Administered virus type B, virus fusion positive, but delayed fusion, body modification observed in constant results. George, action terminated. There's a journal left by someone. I feel dizzy after that shot they gave me. I don't see mom. Where did they take her? She promised that we would escape together. Did she escape alone and leave him behind? Or... Ein Tag später. I found mom. We ate together. I was very happy. But she was a fake... Not my real mom, same face but different inside. Have to find mom, have to give face back to mother. I got mom's face back, nobody can have my mom except me. I attached her face to me so she doesn't go away. Because mom said when I met her, I meet her without a face, blah 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 blah. From inside the box, mommy, maybe she... Stone box hard, it hurts. Steel rope in the way. Can't see mother because four stones. Ein Hinweis. Arme Lisa Trevor. The bed is still warm. Ja, unterm Strich hat der George Trevor gearbeitet. Lisa war seine Tochter und die Mutter und das arme Kind sind von Umbrella missbraucht und misshandelt worden. Mit missbraucht und misshandelt meine ich, die sind geimpft worden. Bin ich vergiftet worden? Das ist die Pflege. Na, wir sind ja fein. Das heißt, wir können da weitergehen. Ja. Die Lisa durchzuckt und ihrem Vater, den muss ich schon Grabstein hingesetzt haben, und der Mutter das Gesicht runtergerissen hat und
zu ihrem Körper attached. Oh, die gute alte Leiter. Die gute alte Leier. Und wo sind wir wieder? Ja, genau, wir sind wieder in der Stube von der Lisa Trevor. So, liebe Leute, da hätten wir auch das Windcrest eigentlich. Das nehmen wir uns mit. Dann das brauchen wir, das brauchen wir. Was ist mit dem Igel und mit dem Wolfmädel? Das weiß ich nicht. Ob ich das gleich brauchen wir nicht. Platz hätten wir, ne? Ich nehme das jetzt mit. Ich nehme das ganz sicher mit sogar. Weil das müssen wir beim Springbrunnen einbauen. Jetzt, wo ich mich wieder richtig erinnere, glaube ich. Ja, doch. Mein Timer sagt schon wieder, dass es Zeit ist, mit dieser Episode, zu beenden. Deshalb beenden wir diese Episode. Let's Play Resident Evil bei einem hübschen Kaminfeuer. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil The Remake. Und zwar danke fürs Reinschauen. Euer Steinchen.